Als ich durch das Restaurant ging, sah ich etwas, das mich aufhielt. Moment mal, das ist ja seltsam. Das Mädchen sieht genauso aus wie meine Freundin Stella. Aber das kann nicht sein, sie küsst einen Typen. Genau in dieser Sekunde hörte das Mädchen auf, ihn zu küssen und drehte sich um. Mein Herz hörte fast aufzuschlagen. Es war Stella. Oh mein Gott, du betrügst mich! Stella sah sofort schuldbewusst aus. Robby, was machst du denn hier? Du hast mir gesagt, du würdest den Abend mit deinen Freunden verbringen, aber stattdessen küsst du ihn? Es ist nicht so, wie du denkst. Oh, da solltest du dir was einfallen lassen. Na los, versuch dich zu erklären. Es hatte nichts zu bedeuten, es tut mir leid. Du kannst mich doch verzeihen, oder? Dir verzeihen? Dir verzeihen? Willst du mich jetzt verarschen? Ich will dich nie wiedersehen. Bitte sag das nicht. Es tut mir leid, wirklich. Du bist eine Betrügerin und Lügnerin, Stella. Ich kann nicht glauben, dass ich jemals vertraut habe. Es war ein Fehler, Robby. Bitte gib mir eine zweite Chance. Ich verspreche, dass ich so etwas nie wieder tun werde. Du machst mich krank. Ich würde mich nie wieder mit dir verabreden. Und wenn du das letzte Mädchen auf Erde wärst, du kannst sie gerne haben, Kumpel. Ich stürmte ohne einen Blick zurück aus dem Restaurant. Ich hörte Stella meinen Namen rufen, aber ich ignorierte sie einfach. Aber bevor ich weitermache, stellt sicher, dass ihr diese Seite liked und abonniert und die Benachrichtigungsglocke drückt. Dann garantiere ich euch, dass ihr auch euren perfekten Partner bekommt. Ich war so traurig, nachdem Stella und ich Schluss gemacht hatten. Ich wollte nichts essen, ich wollte meine Freunde nicht sehen. Eigentlich habe ich mich nur in meinem Zimmer eingeschlossen und geweint. Meine Mutter versuchte, mich zum Ausgehen zu bewegen, aber ich wollte nicht auf sie hören. Komm schon, Robby, du musst mit deinen Freunden ausgehen. Ich bin mir sicher, du wirst bald das perfekte Mädchen für dich treffen. Ich sage dir, Mom, das perfekte Mädchen ist nicht da draußen. Im Laufe der Tage dachte ich immer mehr über das nach, was ich zu meiner Mutter gesagt hatte. Es stimmte, es gab kein perfektes Mädchen da draußen. Da kam mir die Idee. Ich weiß nicht, warum ich nicht schon früher darauf gekommen war. Ich beschloss, dass ich mir meine eigene perfekte Freundin erschaffen würde. Ich wusste, dass das für mich nicht so schwierig sein würde. Schließlich bin ich ein wissenschaftlicher Ingenieur. Aber ich habe trotzdem ziemlich lange gebraucht, um alles richtig zu machen. Es hat mich etwa 2 Stunden gekostet, nur um zu entscheiden, welche Haarfarbe sie haben sollte. Ich meine, natürlich mag ich Blondinen, aber Brünette sind auch süß. Sie sollte groß sein, aber nicht zu groß. Sie sollte schlank sein, aber trotzdem ein paar Kurven haben. Ich hatte nicht geahnt, wie schwierig es sein würde, die perfekte Freundin zu entwerfen. Aber schließlich war sie fertig und sie sah völlig realistisch aus. Niemand wird denken, dass du ein Robot bist. Du siehst aus wie jedes normale Mädchen. Ich werde dich Eva nennen, wie in dem Film Ex Machina. Eva. Eva. Ja, ich mag meinen Namen. Das solltest du auch. Es ist ein schöner Name, der dir super steht. Oh, Robby, du bist so süß. Als nächstes musste ich sie all meinen Freunden vorstellen. Ich war zu einer Geburtstagsparty eingeladen und ich wusste, dass das die perfekte Gelegenheit für sie sein würde, alle kennenzulernen. Als ich mit Eva die Party betrat, blieben alle stehen und starrten mich an. Hi, das ist Eva, meine neue Freundin. Hi, Eva, ich bin Jenny. Deine Haare sind so schön. Zu welchem Salon gehst du? Oh, danke. Ich bin mir nicht sicher. Du weißt schon, eine von denen in der Stadt. Jenny wollte Eva noch mehr fragen, aber zum Glück kam Donna herüber und stellte sich vor. Hi, ich bin Donna. Du bist so hübsch. Ich liebe dein Kleid. Danke. Du siehst auch toll aus. Ich war sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie Eva sich mit den Mädchen unterhalten hat. Ich konnte sehen, dass sie keine Ahnung hatten, dass sie kein echtes Mädchen war. Das Motherboard von Eva funktionierte hervorragend. Alle Mädchen liebten Eva und die Jungs fanden sie auch ziemlich süß. Hey Robby, du Glückspilz, wo hast du sie kennengelernt? Ich bin bei der Arbeit zufällig mit ihr zusammengestoßen. Gibt es noch mehr von der Sorte, die dort herumhängen? Ich war wirklich froh, dass alle Eva mochten. Ich war ein bisschen nervös, falls einer meiner Freunde merken würde, dass sie ein Roboter ist. Aber Eva verhielt sich genau wie ein Mensch. Keiner schöpfte Verdacht. Aber als nächstes musste ich sie meine Eltern vorstellen und ich wusste, dass das nicht so einfach sein würde. Meine Mutter nahm jedes Mädchen, das ich mit nach Hause brachte, genau unter die Lupe und sie würde Eva bestimmt viele Fragen stellen. Also mussten wir unsere Geschichte in Einklang bringen. Bevor ich Eva nach Hause brachte, erzählte ich ihr jedes Detail unseres angeblichen ersten Treffens. Bis hin zu den Klamotten, die wir beide anhatten und was genau gesagt wurde. Gut, dass ich das getan habe, denn als meine Eltern Eva trafen, fing meine Mutter sofort an, über sie zu reden. Also, wie lange kennst du Robby schon? Ungefähr 2 Wochen. Wo habt ihr euch kennengelernt? Oh, ich bin die Straße entlang gelaufen, in der Nähe von Robbys Arbeitsstelle und wir sind uns zufällig über den Weg gelaufen. Eva sah zu mir herüber und lächelte. Das war das beste Tag meines Lebens. Ich lächelte zurück und nickte. Ich konnte nicht glauben, dass sie mit Moms Fragen so gut umgehen konnte. Wenn der Tag so besonders war, dann weißt du sicher auch noch, was du anhattest. Okay, Mom. Gib Eva doch eine Chance, oder? Sie wird nicht verhört.
Ich verhöre sie nicht, Robbie. Ich versuche nur, sie kennenzulernen. Ich merkte, dass meine Eltern ihr gegenüber etwas misstrauisch waren. Und als ich sie in der Küche reden hörte, war ich mir sicher. Ich bin mir bei diesem Mädchen nicht sicher. Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Was meinst du? Ich kann es nicht genau sagen. Nennen wir es Mutterinstinkt. Ich weiß es nicht, aber irgendwas ist da los. Gib dem Mädchen eine Chance. Sie ist wahrscheinlich nur ein bisschen nervös, weil sie uns treffen will. Okay, das werde ich. Meine Eltern kamen zurück in den Aufenthaltsraum. Kommt, das Essen ist fertig. Ich hoffe, du magst Spaghetti Bolognese, Eva. Ja, ich liebe sie, danke. Wir setzten uns an den Tisch und begannen zu essen. Aber was dann geschah, hätte beinahe alles zunichte gemacht. Mein Vater griff über den Tisch, um den Pfefferstreuer zu holen, als er plötzlich ein Glas Wasser über Eva schüttelte. Funken flogen aus Eva heraus. Sie hatte einen Kurzschluss. Ich sah entsetzt zu, wie sie in Ohnmacht fiel und ihr Kopf mit dem Gesicht voran in ihren Teller mit Spaghetti fiel. Meine Mutter fing an zu schreien und mein Vater sprang auf. Ist ja gut, überlass sie mir, sie wird schon wieder. Es geht ihr nicht gut, sieh sie dir an. Sie ist wahrscheinlich nur müde. Aber was ist mit den ganzen Funken, was war das denn? Welche Funken? Ich habe keine Funken gesehen, du musst dich geirrt haben. Robbie, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um herumzualbern. Wir müssen Eva ins Krankenhaus bringen. Nein, auf keinen Fall. Aber es könnte etwas Ernsthaftes mit ihr nicht in Ordnung sein, sie muss zu einem Arzt. Ich sage dir, sie ist nur müde. Wenn sie gut geschlafen hat, geht es ihr wieder gut. Robbie, du kannst sehen, dass es ihr nicht gut geht. Was ist denn hier los? Gar nichts ist los. Ich werde dich nicht noch einmal fragen, ich verlange eine Erklärung. Ich konnte am Gesicht meiner Mutter sehen, dass sie nicht locker lassen würde. Und obwohl ich es nicht wollte, erzählte ich ihnen alles über Eva. Als ich meine Geschichte erzählte, wurden die Gesichter meiner Eltern immer schockierter. Robbie, warum hast du so etwas getan? Weil ich die perfekte Freundin haben wollte. Aber es gibt viele nette Mädchen. Du musst nur rausgehen und versuchen, eine zu treffen. Aber echte Mädchen lügen und betrügen doch nur. Nicht alle Mädchen. Irgendwo da draußen gibt es das perfekte Mädchen für dich. Aber ich habe das perfekte Mädchen. Ich habe Eva. Aber sie ist nicht echt. Aber für mich ist sie es. Meine Eltern redeten auf mich ein und versuchten mich davon zu überzeugen, dass ich ein echtes Mädchen treffen sollte, aber ich hörte nicht auf sie. Es ist mir egal, was ihr sagt. Eva ist meine Freundin, auch wenn es euch nicht gefällt. Ihr müsst es einfach akzeptieren. Schließlich kamen sie auf meine Meinung zu sprechen. Okay, Robbie, wenn es das ist, was du wirklich willst, dann werden wir es akzeptieren. Es ist das, was ich will und ihr beide müsst mir versprechen, dass ihr niemandem erzählt, dass sie ein Roboter ist, okay? Meine Eltern seufzten, aber sie stimmten beide zu. Okay, wir versprechen es. Ich hob Eva auf und trug sie in meinem Zimmer. Ich brauchte ein paar Stunden, um sie zu reparieren, aber schließlich sah sie wieder perfekt aus. Danach war eine Zeit lang alles normal. Eva war die perfekte Freundin. Alle meine Freunde waren neidisch auf meine Beziehung. Ich wünschte, ich könnte eine Freundin wie Eva finden. Sie ist so witzig. Sie ist süß. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass sie perfekt ist. Ich weiß, genau. Und sie hat mich gewählt. Was für ein Glück. Aber ich wusste nicht, dass mein Glück bald zu Ende sein würde. Es war ungefähr eine Woche später. Wir waren zu einer Party bei meinem Freund eingeladen. Doch als wir dort ankamen, erlebte ich den Schock meines Lebens. Es war eine Poolparty. Ich machte mir wirklich Sorgen. Ich meine, das würdest du auch, oder? Eva und ein Swimmingpool. Das war keine gute Kombination. Ich versuchte, Eva so gut wie möglich vom Pool fernzuhalten, aber alle Mädchen versuchten, sie hineinzubringen. Komm schon, Eva, komm zu uns. Ja, es ist so warm hier drin. Worauf wartest du denn noch? Oh, Entschuldigung, wir wussten nicht, dass es eine Poolparty ist. Eva hat keinen Badezug dabei. Das ist okay. Ich habe einen Ersatzanzug dabei. Den kannst du dir ausleihen, Eva. Vielleicht später. Wir gehen erstmal etwas trinken. Ich zog Eva vom Pool weg. Warte hier, ich hole uns etwas zu trinken. Okay, Robbie. Ich hatte gerade angefangen, Cola in ein Glas zu gießen, als ich etwas hörte, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Es war Eva, die schrie. Ich rannte nach draußen, aber ich war zu spät. Ein paar Jungs hatten Eva hochgehoben und in den Pool geworfen. Ich stand da und sah zu, wie Funken aus Evas Körper schossen. Die Mädchen fingen an zu schreien, als Eva einen Kurzschluss hatte und starb. Oh mein Gott, was ist mit Eva passiert? Schnell, jemand muss ihr helfen. Hol sie aus dem Pool. Warte, was ist das? Ich kann sehen, dass etwas aus ihrem Körper ragt. Was ist es? Ich weiß nicht. Es sieht aus wie ein Draht. Oh Gott, sag mir nicht, dass Eva Ein was? Ich glaube, Eva könnte ein Roboter sein. Das Blut wich buchstäblich aus meinem Gesicht. Ich hatte das Gefühl, dass meine ganze Welt gerade zusammengebrochen war. Robbie, ist Eva eine Roboter? Hast du dir deine eigene Freundin gemacht? Alle starrten mich an. Einige sahen mich mitleidig an, während andere versuchten nicht zu lachen. Aber es war mir egal, was sie dachten. Ich wollte nur Eva retten. Ich sprang in den Pool und zog Eva heraus.
Erzähl mir nicht, dass du versuchen wirst, sie zu reparieren. Wir alle wissen jetzt, dass sie ein Roboter ist. Geh mir aus dem Weg. Du bist verrückt. Warum suchst du dir nicht eine richtige Freundin? Was, damit sie mich einfach betrügen kann, wie Stella es getan hat? Nicht jedes Mädchen ist eine Betrügerin, Robbie. Du wirst eines Tages jemand Nettes finden. Ich habe schon jemand Nettes. Ich habe Eva und sie ist perfekt. Aber sie ist nicht echt. Für mich ist sie echt. Ich holte Eva und verließ die Party. Als ich nach Hause kam, ging ich sofort in mein Zimmer und begann sie zu bearbeiten. Das Erste, was ich reparieren konnte, war ihr Kehlkopf. Als sie mit offenem Brustkorb da lag und überall Drähte heraushingen, öffnete sie die Augen und begann mit mir zu sprechen. Schätzchen, ich bin kein echter Mensch. Du musst aufhören zu versuchen, eine perfekte Freundin zu schaffen. Ich werde dich nicht aufgeben, Eva. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich werde dich wieder perfekt machen. Robbie, hör mir zu. Ich weiß, du kannst mich wieder perfekt machen, aber ich bin nicht perfekt für dich. Doch, das bist du. Du bist alles, was ich brauche. Nein, bin ich nicht. Du brauchst ein echtes Mädchen, ein menschliches Mädchen. Jemand, den du lieben kannst und der dich auch lieben wird. Jemand, mit dem du dein Leben genießen kannst, ohne dich jedes Mal zu sorgen, wenn du in die Nähe vom Wasser gehst. Aber kein echtes Mädchen wird jemals an dich herankommen. Du bist das Mädchen meiner Träume. Robbie, niemand ist perfekt. Du weißt doch, dass es Perfektion nicht gibt, oder? Aber Eva, ich liebe dich. Und ich liebe dich auch, aber ich fürchte, ich werde bald abschalten. Mach's gut. Eva schloss die Augen und ihr Körper schaltete ab. Nein, Eva, geh nicht. Aber Eva war weg. Während ich so da saß und versuchte, nicht zu weinen, dachte ich über Evas letzte Worte an mich an. Ich glaube, Eva hat recht. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich in die Welt hinausgehe und mir eine richtige Freundin suche.